Herzlich willkommen im smarten Quartier Jena Lobeda. Ich bin Lea Jasmin Schöße und als Community Managerin Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die smarte Wohnungssteuerung. Sie können mich zu meinen Sprechzeiten hier persönlich oder sonst per Anruf oder E-Mail erreichen. Heute soll es genauer um die smarte Wohnungssteuerung gehen. Denn die Wohnungen hier im smarten Quartier weisen einige Besonderheiten auf. Diese möchte ich Ihnen jetzt heute etwas genauer vorstellen. Hier im smarten Quartier ist ein besonderes Schließsystem verbaut. Mit dem Schließsystem von iLock erhalten Sie einen Transponder, der alle für Sie relevanten Türen schließt. So können Sie mithilfe von nur einem Schlüssel Ihre Haustür, Ihre Wohnungstür, die Mülleingänge, die Waschmaschinenräume wie auch die Kellereingänge schließen. Das System läuft dabei unabhängig vom Stromnetz und braucht keine Batterien. So ist es auch während eines Stromausfalls noch funktionstüchtig und man spart sich außerdem das lästige Wechseln von Batterien und unnötigen Batteriemüll. Das ganze System beruht auf Induktionsstrom. Das heißt, Sie stecken den Schlüssel in das Schloss, es entsteht Strom, das System liest Ihren Schlüssel aus und erkennt, ob Sie eine Zugangsberechtigung für den Raum haben. Wichtig ist es dabei, dass der Strom mit dem Einstecken entsteht und nur kurze Zeit gehalten werden kann. Sollten Sie den Schlüssel also länger stecken lassen, kann ihn das System nicht mehr auslesen. An den Hauseingangstüren haben Sie neben der herkömmlichen Schließung außerdem noch die Möglichkeit, das Schloss durch Anhalten an den Schlüsselkasten zu öffnen. Das Lämpchen leuchtet grün auf und dann können Sie die Tür einfach aufziehen. Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren haben, ist das kein Problem. Auch hier ist Ihre Sicherheit gewährleistet. Geben Sie einfach unbedingt der Mieterbetreuung Bescheid. Dann kann diese den Schlüssel deaktivieren. Der kann dementsprechend nicht mehr genutzt werden. Und Sie können bei der Mieterbetreuung einen neuen Schlüssel beantragen. Jeder Transponder hat eine farbliche Kennung. Diese unbedingt bei der Mieterbetreuung angeben, damit der verloren gegangene Schlüssel eindeutig zugeordnet werden kann. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. Jetzt sind wir hier in meinem Büro angekommen. Hier werde ich die Besonderheiten der Smart Home Steuerung am Beispiel einer Einraumwohnung genauer erklären, aber selbstverständlich auch darauf eingehen, was auch gerade in den größeren Wohnungen besonders ist. Das zentrale Steuerelement in jeder Wohnung ist das Tablet. Das gehört dabei zur Wohnungssteuerung, das heißt, man darf es weder demontieren noch anderweitig benutzen. Um vor Fremdnutzung zu schützen, ist das Gerät mit einer Monitoring-Software versehen. An der Rückseite jedes Tablets findet man drei Druckknöpfe. Die oberen beiden sind dabei dazu gedacht, die Lautstärke der Benachrichtigungen zu regeln. Der oberste Knopf bedeutet dabei lauter, der mittlere leiser. Der unterste Knopf ist der Ein- bzw. Ausschalter. Mit einem ganz kurzen Druck auf den Ein- und Ausschalter kann man das Tablet nochmal in einen besonderen Ruhemodus versetzen. Das heißt, das Tablet ist hier zwar noch aktiv, aber wenn ich beispielsweise drauf tippe, passiert erstmal nichts. Mit einem weiteren kurzen Druck wird das Ganze wieder aufgehoben, das Tablet wird aus dem Ruhemodus geholt und außerdem kann ich bei dem Ein- und Ausschalter mit einem längeren Drücken noch auswählen, das Tablet auszuschalten bzw. neu zu starten. Das Tablet befindet sich gerade im Ruhemodus. Mit einem kurzen Tippen auf den Bildschirm können Sie diesen deaktivieren und auf das Tablet zugreifen. Allgemein bedienen Sie das Tablet ähnlich wie ein Smartphone. Das heißt, immer nur kurz auf den Bildschirm tippen, bei einem längeren Druck auf die Oberfläche reagiert das Tablet nicht. Am unteren Rand finden Sie verschiedene Schaltflächen. Hier sind die Smart Home Elemente, die Sie über das Tablet bedienen können, nochmal nach verschiedenen Kriterien sortiert. In der oberen rechten Ecke, bei der Suchfunktion, können Sie nochmal nach bestimmten Einstellungen wie auch den verschiedenen Räumen suchen. Unten rechts finden Sie den Einstiegspunkt. Das heißt, wenn Sie dort draufklicken, gelangen Sie immer zu der selbstgewählten Startseite. Hier in dem Fall bei diesem Tablet wäre das die Raumauswahl. Oben links finden Sie außerdem nochmal den Menüpunkt. Dort können Sie auch nochmal in Ihre Wohnung einsehen. Bei den Schaltflächen wird unter anderem unterschieden zwischen den Favoriten. Hier finden Sie die wichtigsten und häufig genutzten Einstellungen. Ich nenne sie auch gerne Komforteinstellungen, da sie den Alltag erleichtern sollen. Unter dem Punkt Zentral können Sie den Aktivitätsstatus von allen Beleuchtungen, Steckdosen sowie in den Erdgeschosswohnungen auch der Beschattung einsehen und zentral steuern. Bei der Raumauswahl sind die Smart Home Elemente nochmal nach den einzelnen Räumen sortiert.
Hier in dieser Wohnung gibt es dabei nur 2 Räume. Gerade in den größeren Wohnungen können Sie hier dann beispielsweise auch alle Schlafzimmer und Ähnliches darüber steuern. Und zum Schluss der Punkt Kategorien. Hier sind die Smart Home Elemente nochmal nach den einzelnen Kategorien sortiert. Jetzt soll es nochmal genauer darum gehen, welche Smart Home Elemente Sie nun eigentlich genau über das Tablet steuern können. Über das Tablet können Sie in jeder Wohnung die Belichtung, die schaltbaren Steckdosen, die Heizung, den Heizstrahler wie auch die Videoklingel bedienen. Außerdem in den Erdgeschosswohnungen zusätzlich auch die Beschattungsanlagen. Außerdem können Sie über das Tablet auch jederzeit die Feuchte in Ihrer Wohnung nachvollziehen. Außer der Heizung können Sie auch alle genannten Smart Home Elemente über Ihre Loxone App außerhalb der Wohnung steuern. Und Sie erhalten außerdem alle Benachrichtigungen auch auf die Loxone App, die Sie auf das Tablet bekommen. Über den 5-Punkt-Taster können Sie ebenfalls die Beleuchtung wie auch die schaltbaren Steckdosen und die Beschattung in den Erdgeschosswohnungen steuern. Aber zu der App und zu dem Schalter werde ich später noch mehr erklären. Jetzt möchte ich mit Ihnen nochmal alle Smart Home Elemente genau durchgehen. Dabei werde ich mich hier an der Oberfläche der Kategorien orientieren. Sie finden aber natürlich alle Elemente auch unter der Raumübersicht nochmal zusammengefasst. Unter der Kategorie Bedienelemente finden Sie alle Einstellungen, die Sie auch unter den Favoriten finden können, zusammengefasst. Wenn Sie hierzu nochmal genauere Informationen haben wollen, gehen Sie gerne im Video zurück. Dort erkläre ich die Komforteinstellungen nochmal genauer. Nun zu dem Punkt Beleuchtung. Alle fest installierten Deckenlampen innerhalb Ihrer Wohnung können Sie sowohl über das Tablet als auch über den 5-Punkt-Taster steuern. Möchten Sie beispielsweise angeschlossene Lampen steuern, können Sie dies auch mithilfe der schaltbaren Steckdosen, dazu aber später noch mehr. Unter der Kategorie Beleuchtung können Sie alle fest installierten Deckenlampen in Ihrer Wohnung einsehen, deren Aktivitätsstatus prüfen sowie diese bedienen, also ein- und ausschalten. Und außerdem können Sie hierüber auch das Balkonlicht steuern, entweder über das Tablet oder auch über den 5-Punkt-Taster, aber auch dazu später mehr. Kommen wir nun zu dem Punkt Beschattung. Die Rollläden gibt es nur in den Erdgeschosswohnungen. Das heißt, nur in diesen Wohnungen ist diese Kategorie überhaupt einsehbar. Gehen Sie nun auf diesen Punkt, können Sie sehen, inwiefern Ihre Rollläden geschlossen, geöffnet sind, beziehungsweise auch in welchem Grad sie geöffnet oder geschlossen sind. Mithilfe der Pfeile können Sie Ihre Rollläden hochfahren bzw. runterfahren. Mit einem kurzen erneuten Tipp auf den Pfeil bleibt das Rollo an der jeweiligen Stelle stehen. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie, der Feuchte. Über Sensoren in dem 5-Punkt-Taster wird die Feuchtigkeit in Ihrer Wohnung permanent gemessen. Über den Punkt hier können Sie nachvollziehen, wie die aktuelle Luftfeuchte in Ihrer Wohnung ist. Wird ein Wert von 65% überschritten, erhalten Sie eine Pop-up-Benachrichtigung auf Ihr Tablet sowie, falls Sie diese installiert haben, auch auf die Loxone-App mit dem Hinweis, dass dringend gelüftet werden sollte. Auch wenn diese Marke von 65% unterschritten ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Außerdem können Sie hier über die Statistiken nachvollziehen, wie sich die Luftfeuchte in Ihrer Wohnung entwickelt hat. Die nächste Kategorie, die ich mit Ihnen genauer durchgehen möchte, ist die der Klingeln. Über die Klingel können Sie sowohl Ihre Haustür als auch Ihre Wohnungstürklingel einsehen. Rufen Sie den Punkt Klingel Haustür auf, wird automatisch die Videoklingel aufgerufen. Wenn jemand bei Ihnen an der Haustür klingelt, wird dieser Bildschirm automatisch aufgerufen. Über den Hörer bei Aufbauen können Sie mit der Person an der Tür in Kontakt treten und mit dieser sprechen. Betätigen Sie den Türöffner, kann die Person die Tür öffnen und das Haus betreten. Über den Punkt Aktivität können Sie einsehen, wann jemand bei Ihnen geklingelt hat. Und über die Einstellungen können Sie außerdem nochmal die Lautstärken verwalten. Außerdem können Sie unter dieser Kategorie auch die Klingel Ihrer Wohnungstür einsehen. Das heißt, hier unter der letzten Aktivität sehen auch wieder, wann wurde das letzte Mal bei Ihnen geklingelt. Dieser Bildschirm wird außerdem automatisch aufgerufen, wenn jemand bei Ihnen an der Wohnungstür klingeln sollte. Außerdem haben Sie hier nochmal eine Verknüpfung zu dem Klingellicht und können unter dem Punkt Schaltuhr Klingel die Schaltzeiten Ihrer Klingel einstellen,
das heißt Regeln, wann Ihre Klinge aktiv sein soll und wann nicht. Das nächste Smart Home Element in Ihrer Wohnung sind die schaltbaren Steckdosen. Hier unter diesem Punkt Steckdosen können Sie einsehen, in welchen Räumen die schaltbaren Steckdosen aktiv sind bzw. wo sie ausgeschalten sind. Allgemein ist zu sagen, alle Steckdosen mit farblichen Markierungen sind schaltbar. Das heißt, diese können Sie über die Loxon-Oberfläche steuern. Alle Steckdosen ohne farbliche Markierung haben Dauerstrom. Das heißt, man kann diese nicht ein- und ausschalten. So gibt es beispielsweise in der Küche keine schaltbaren Steckdosen, um zum Beispiel ein versehentliches Ausschalten des Kühlschranks oder ähnliches zu vermeiden. Die farblichen Markierungen sind dabei je nachdem, wie groß die Wohnung ist, unterschiedlich. Es gibt grüne, blaue und rote farblich markierte Steckdosen. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie, der Heizung. Über die Heizung können Sie unter anderem den Heizstrahler in Ihrem Bad steuern. Das heißt, in jedem Badezimmer im smarten Quartier ist ein Heizstrahler verbaut. Diesen können Sie entweder über das Tablet ein- und ausschalten oder auch über einen separaten Taster im Bad. Ist der Heizstrahler eingeschaltet, erkennt man das an einer kleinen blauen Lampe am Strahler selbst. Ausschalten können Sie den Heizstrahler aber nur übers Tablet, nicht über den Schalter. Wenn der Heizstrahler aktiviert ist, läuft er die vorgegebene Nachlaufzeit. Das bedeutet, der Heizstrahler geht an und läuft die Zeit lang, die man eingestellt hat. Voreingestellt ist hierbei eine Zeit von 5 Minuten. Dabei ist ganz wichtig, dass der Heizstrahler wirklich nur dazu gedacht ist, bei Bedarf zu heizen, beispielsweise wenn man gerade duschen möchte oder baden gehen möchte oder ähnliches und nicht dauerhaft eingeschaltet bleiben sollte, da dies sonst mit hohen Stromkosten verbunden ist. Und das ist natürlich nicht zu empfehlen. Nun möchte ich genauer auf das Heizsystem im smarten Quartier zu sprechen kommen. Hier ist ein smartes Heizungssystem verbaut, welches den Wohnkomfort erhöhen soll und Energie sparen soll. Dieses orientiert sich an einer Solltemperatur, welche konstant gehalten werden soll. Das heißt, einem Hoch- und Runterheizen je nach Bedarf soll hier entgegengewirkt werden. Über Thermostate an den Heizkörpern wird die aktuelle Temperatur jederzeit gemessen. Die Solltemperatur, welche erreicht werden soll, können Sie dabei selber bestimmen, indem Sie die Heizstärke an Ihrem Tablet einstellen. Wird die angestrebte Solltemperatur nicht erreicht, beispielsweise der aktuelle Wert liegt unter der Solltemperatur, wird die Heizung automatisch hochgefahren und heizt bis zu der angestrebten Solltemperatur. Wird diese erreicht, fährt sich das System automatisch runter. Über den Weblink Heizungssteuerung unter der Kategorie Heizung können Sie auf Ihre Heizung zugreifen. Hier können Sie einsehen, wie die aktuelle Heizstärke eingerichtet ist bei den Räumen und diese entsprechend ändern. Über die Plus- und Minus-Symbole können Sie die Temperatur anpassen. Über die kleinen Pfeile neben den Raumnamen können Sie erkennen, ob Ihre Heizung gerade hoch oder runter heizt. Unter Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, die Sprache zu ändern sowie manuell in den Abwesenheitsmodus zu schalten. Das heißt, Ihre Heizung fährt sich automatisch um 3 Grad herunter. Bei der Heizungssteuerung lassen sich grundsätzlich 2 Grundeinstellungen unterscheiden. Unterschiedliche Templates werden diese auch genannt. Das Template 1 ist vor allem für Menschen geeignet, die tagsüber in der Uni, in der Ausbildungsstätte, auf Arbeit oder ähnliches sind, also tagsüber nicht zu Hause sind. Hier heizt die Heizung nur von 5 bis 7:30 Uhr und dann erst wieder von 15 bis 22 Uhr auf voller Heizung, zumindest an den Wochentagen. Am Wochenende heizt die Heizung immer von 6 bis 23 Uhr auf voller Heizung. Das Template 2 ist vor allem für Menschen geeignet, die tagsüber viel zu Hause sind. Hier heizt die Heizung immer von 6 bis 23 Uhr auf voller Leistung am Wochenende sowie auch an den Wochentagen. Sie fragen sich jetzt sicherlich, was passiert in der Zwischenzeit? Außerhalb der Heizzeiten wird die Heizung automatisch in den Abwesenheitsmodus geschalten. Das heißt, sie kühlt 3 Grad von der eingestellten Temperatur herab. Den Abwesenheitsmodus können Sie auch innerhalb der Heizzeiten manuell einstellen. Entweder über den Heizungslink unter Einstellungen oder auch unter dem Punkt Favoriten, abwesend an Heizung.
Oft wird die Frage gestellt, was passiert nun eigentlich beim Lüften? Wenn Sie stoßweise mit vollständig geöffneten Fenstern lüften, für einen Zeitraum von ungefähr 10 Minuten, wird das vom Heizsystem automatisch erkannt. Das heißt, die Heizung fährt automatisch runter und schaltet sich in den Frostschutzmodus von 7 Grad Celsius. Wenn Sie jedoch nur mit angekippten Fenstern lüften oder über einen längeren Zeitraum, erkennt das die Heizung nicht automatisch. Das heißt, sie wird nicht in den Frostschutzmodus geschalten. Sie sind mit Ihren Heizzeiten nicht zufrieden oder würden gerne Ihre Solltemperatur anpassen? Dann melden Sie sich gerne bei mir oder auch der Mieterbetreuung. Denn die Heizzeiten sowie die Solltemperaturen können wir ganz flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Nun soll es noch um ein weiteres Element in der Wohnungssteuerung gehen. Denn neben dem Tablet können Sie auch einige Smart Home Einstellungen über Ihren 5-Punkt-Taster steuern. Wie der Name schon sagt, gibt es 5 Tastpunkte, die alle eine unterschiedliche Bedeutung haben. Über den großen Tastpunkt in der Mitte können Sie die Beleuchtung innerhalb Ihres Raumes steuern. Mit ein- oder mehrmaligen Tippen können Sie dabei die fest installierten Lampen im Raum ein- bzw. ausschalten. Hier in diesem Raum gibt es beispielsweise 2 fest verbaute Deckenleuchten. Bei einem einmaligen Tippen würde ich eine Lampe einschalten, beim zweiten Mal tippen würde die zweite angehen, beim dritten beide und beim vierten würden beide ausgehen. Außerdem habe ich jederzeit die Möglichkeit, durch zweimaliges kurzes Tippen auf den Taster die Beleuchtung in dem Raum zentral auszuschalten. Tippe ich erneut einmal auf den Taster, geht die Beleuchtung in der Wohnung wieder an. Alle Tastpunkte mit farblicher Markierung steuern die schaltbaren Steckdosen innerhalb der Wohnung. Dabei sind die farbigen Markierungen an dem Taster auch den farbigen Markierungen an der jeweiligen schaltbaren Steckdose zugeordnet. Das heißt, es gibt Steckdosen mit blauer, grüner und auch roter Markierung, die ich darüber steuern kann. Mit einem kurzen Tipp werden diese zentral ein- bzw. ausgeschalten. Die Taster ohne Markierung können verschiedene Bedeutungen haben. In den Erdgeschosswohnungen mit Beschattung steuern diese die Rollläden. Beispielsweise in diesem Raum habe ich 2 Rollläden, die ich über diese jeweiligen Ecken getrennt voneinander steuern kann. In den Wohnungen mit Balkon wird über den Taster ohne Beschriftung das Balkonlicht gesteuert. Bei den Wohnungen im Erdgeschoss, die zusätzlich einen Balkon haben, wird auch hier über den Taster ohne Beschriftung das Balkonlicht gesteuert. Die Beschattung wird dann über einen separaten Schalter gesteuert. Und in allen anderen Wohnungen ohne Balkon oder Beschattung haben diese Taster dann gar keine Bedeutung. Neben dem Tablet und dem 5-Punkt-Taster können Sie auch mobil die LuxHome-App nutzen, um Ihre Wohnung zu steuern. So können Sie von unterwegs aus nachvollziehen, ob Ihre Lichter und Steckdosen angeschaltet sind, erhalten Benachrichtigungen, sollte Ihre Wohnungsfeuchtigkeit zu hoch sein, und Sie können auch von unterwegs aus auf die Videoklinge zugreifen. Das heißt, auch mit dem Postboten sprechen und ihm beispielsweise Bescheid geben, er soll das Paket bei den Nachbarn abgeben. Die App können Sie ganz einfach im App Store downloaden und die Zugangsdaten für Ihre Wohnungssteuerung haben Sie von der Mieterbetreuung bereits erhalten. Das war es mit der Erklärung der Elemente Ihrer smarten Wohnungssteuerung. Ich hoffe, Sie konnten für sich ein paar interessante Aspekte mitnehmen. Sie haben noch weitere Fragen? Dann kommen Sie gerne auf den oder die Community Managerin zu, entweder persönlich zu den Sprechzeiten oder per Anruf oder E-Mail außerhalb dieser. Ich freue mich schon, Ihnen weiterhelfen zu dürfen und wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit im smarten Quartier.